So, liebe YouTuber, ja, da heiße ich euch doch mal willkommen zurück oder herzlich willkommen. Wir sind hier bei der vierten Etappe Tour de France und auf Hitbox TV würdet ihr das Ganze jetzt schon sehen, aber leider guckt ihr nur auf YouTube. Ah, und da verpasst ihr auch hier echt heiße Gespräche hier mit mir und dem Jan und dem King of Kotelett und vielen erotischen Frauen. Und jetzt müsst ihr leider auch den Ladebild hier oder den Ladescreen einfach mal über euch ergehen lassen. Denn ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder die Aufnahme zu stoppen und nachher wieder zu resume. So, das habt ihr davon. Oh, der Jan, der hat Kumpel. Ali, wenn ihr das hier lesen würdet, du. Hei, 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 hei. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat relativ hoch Basketball gespielt, glaube ich. Aber irgendwann hat es den alles zerrissen. Im Knie. Ist nicht gut. Ach so, ja, liebe YouTuber, jetzt könnt ihr natürlich den Kontext gar nicht so raus sein, aber ja, schwierig. Wir reden gerade darüber, dass der King of Kotelett der hat ja letztens die Prüfung zum Handballschiedsrichter gemacht und da quatscht er jetzt gerade mit dem Jan drüber, weil der Jan hat wieder einen Kollegen, der irgendwo in der A-Jugend-Bundesliga spielt und genau. Also, Iserlohn schreibt man schon mal ohne H und E hinten. Oder mit H? Doch, mit H schon, aber ohne E. Iserlohn. Hemer. Nee. Aber Iserlohn ist Dortmunder, also BVB-Hochburg. Das ist okay. Also, wenn ihr auch so super interessante Gespräche führen wollt und die Etappen schon viel früher sehen wollt, dann, Leute, und nur dann, und nicht nur dann, sondern auch dann, hitbox.tv anmelden, Gotti LP abonnieren oder followen, so ist es, followen, und dann habt ihr auch was davon. So, und wir machen jetzt die nächste Etappe. Da ist der Sieger von der dritten Etappe, der Demar. Achso, ich dachte, ich hätte auch Pause gedrückt, aus Versehen. Also, wieder eine relativ flache Etappe, wobei durchaus die Möglichkeit besteht, dass hier am letzten Hügel der ein oder andere mutige, starke Hügelfahrer mit einem dicken Beschleunigungswert hier durchaus was riskieren könnte. Lalalalalala. Richtig, das ist nicht so weit von da, Jan. Ach so, und heute, siehst du, jetzt ist das Vibe aber schon wieder weg. Ich habe nämlich heute meiner Freundin gesagt, dass wir ja gestern eigentlich verpasst haben, hier eine Gewinnausschüttung zu machen. Da hat sie gesagt, ja, aber ich bin nicht schuld, du bist schuld. Da habe ich gesagt, was? Und da hat sie gesagt, ja, nein, so lief es nicht ab, aber ja, das wollen wir jetzt nachholen. Ja, ein paar Gewinne, 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 Gewinne. Kommen Sie, sehen Sie, kommen Sie. Staunen Sie. Kaufen Sie. Ein Los, nur 1 Euro. Keine Nieten. Ja, nächste Fahrt rückwärts. Nächste Fahrt rückwärts. Vielleicht mache ich doch nochmal Karriere als Dingsbums hier. Kirmesprecher. Alter, ey. Auch mit Handball. Jan, wer Basketball guckt oder spielt, der kann mit Handball eigentlich gar nichts anfangen dürfen. Wenn ich Handball gucke, für mich ist das alles faul, alle Schritte, alles, boah, grausam. Wobei ich den Sport eigentlich cool finde. Ich mochte immer die Position des, was ist das, Kreisläufer, glaube ich. Hagen ist eine schöne Stadt. Ich rede schon wieder zu viel hier mit denen. So, ja. Also nochmal.
Wenn ihr die Etappen viel früher sehen wollt und immer wieder benachrichtigt werden wollt, wenn der Stream hier online geht, beziehungsweise, das ist das Gute, man kann sogar, glaube ich, sobald ich fertig bin mit Streamen, auch unter Aufnahmen gehen. Die halten sich auch irgendwie eine gewisse Zeit. Und dann kann man nämlich, ja, die Aufnahmen direkt hier nochmal gucken. So oft man will. Und, ja, ich meine, okay, in der Zeit ist es wahrscheinlich auf YouTube dann auch schon oben, aber das Live ist halt interessant. So, was schreiben die hier? Oh, der Klaus! So gut. Da sind wir alle zusammen. Der nächste Kollege ist jetzt gerade bei Hitbox eingetrudelt. Ja, keine Ahnung. Jetzt reden wir über Handball hier. Handball, da tue ich mich schwer mit. Der Jan steht auf alle Ballsportarten. Pfui. Pfui, pfui, pfui. Ich hoffe, es darf auch mal ein bisschen eiförmiger sein, ne Jan? Denn in nicht mal, doch in ungefähr 22 Tagen ist heute der dritte. Da kommt das neue Madden und da wird richtig abgemaddent. Mittlerweile sind wir auch schon zwei Jungs, die da definitiv, also zwei Kanäle, mit mir drei Kanäle, die da auf jeden Fall ein kleines Projekt starten werden. Und wir werden da gucken, dass wir noch ein paar Kanäle mehr an Bord holen. Ja, hör auf, Golf wollte ich mir letztens erst holen. Okay, warten wir erstmal, bis hier der Krankenwagen vorbei ist. Jawohl. Ich wollte mir letztens Golf holen für die PlayStation. Golf Club hieß das, glaube ich. Ich dachte mir, das ist so ganz lustig. Ich spiele gerne Golf. Gut, das mag auch mit meinem Alter zu tun haben. Ja, man wird ruhiger. Ja. Man schiebt dann halt eine ruhige Kugel. Sehr gut, Jan. Das wollte ich hören. Und bei Madden gehen wir richtig ab. Ich will auch mal wieder ein bisschen das Madden Ultimate Team Dings. Ich weiß gar nicht, ob das Ultimate Team heißt, aber... Nee, das heißt, doch, Mut, Madden Ultimate Team, MUT, ja. Da will ich auch mal wieder reinschauen, weil das war bis jetzt das beste Ultimate Team, was mir, ja, über den Weg gelaufen ist. Bei NBA 2K16 will ich da auch nochmal genau reinschauen, weil ich finde da die Legendenkarten so geil. Aber gibt's bei Madden auch. Und bei Madden ist es so, dass es nicht so extrem auf Online-Player ausgelegt ist, sondern durchaus auch Challenges für Singleplayer gibt und hast du nicht gesehen. Und das fand ich immer ganz cool. Ja, natürlich. Klaus, sicher. Beides, Madden und NBA, wird beides dick, nicht dick, aber auf jeden Fall auch Ultimate Team gespielt. Und auf NBA freue ich mich, weil das ja wirklich mit Spike Lee, das, toi, 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 dass das echt einen fetten Story-Modus gibt. Dann wird's ultra geil. Da werden wir sehr viel Spaß haben. Natürlich werde ich aber auch bei NFL wieder die Pro-Karriere spielen. Ja, FIFA UT werde ich nicht machen, Jan. FIFA UT ist mir... Nee, ist mir zu Panne. Ich spiele ja auch seit Jahren, ich glaube seit FIFA 12, spiele ich ja auch nur den Pro-Modus. Also so gut wie den Karrieremodus. Ja, den habe ich mir jetzt beim letzten Teil oder bei diesem Teil jetzt auch ein bisschen angeguckt. Aber... Eigentlich kaufe ich mir das Scheißspiel nur, um Pro-Modus zu spielen. Weil ich finde FIFA echt schlecht. Das ist ein richtig schlechtes Spiel. Aber der Pro-Modus, der reißt es halt ein bisschen raus. Gut, liegt aber auch daran, dass ich mit Leuten spiele, die ich schon, ja, lange kenne. Deshalb ist das immer Gruppenzwang, glaube ich. So, ich darf hier den Blick hier fürs Wesentliche nicht so sehr verlieren. Wir haben eine graue minus 1. Ich denke mal, es wird sich auf eine Null belaufen am Ende. Ja, diese Story, in der Tat, genau. Ich bin echt hammergespannt, weil, ganz ehrlich, die Story jetzt bei NBA 2K15, ihr habt's gesehen, den Scheiß brauche ich nicht mehr spielen, ehrlich. Da nehme ich nicht eine Stunde auf, wenn da sowieso nichts passiert. Ja, da hast du da irgendwie, oh, Dante ist dein... Dein Rivale und der pimmelt mich da an und seitdem kam der nie wieder. Oder auch der Schuhdeal irgendwie, ja, hier Schuhdeal, die nächsten Spiele und bla bla bla. Seitdem kam nie wieder was. Nee. Das war mir definitiv zu dünn dieses Jahr.
Kann aber auch daran gelegen haben, dass ich direkt mit Release gespielt habe. Vielleicht ist es jetzt mit den Patches. Ja, soll ja, gerüchtemäßig genau, sollst du ja irgendwie im College anfangen schon, ne? Wobei, ich weiß nicht. Da habe ich nämlich mit dem Kollegen hier von dem anderen Kanal, hatte ich da im WhatsApp geschrieben. Ist ja nicht so neu, ne? Genau, 2K14 auf der PS4, du sagst es, Björn, also King of Kotlet, der war richtig, der Modus war richtig, 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 der Story-Modus war richtig cool, der hat Spaß gemacht. Du konntest Entscheidungen treffen und das war echt funny. Und das noch extrem ausbauen und alle hätten Spaß. Keine Ahnung. Das Tempo des Feldes ist ja. Und genau, worauf ich hinaus wollte, es gab ja auch ein NCAA Football und das war richtig gut. Das war natürlich irgendwie so ein Madden-Ableger, sage ich mal, oder umgekehrt, schwer zu sagen, aber es war von der Spielengine Madden voraus und es war einfach atmosphärisch ziemlich cool. Ah, wir haben echt eine Null, guck mal an. Und ich weiß nicht, warum die das jetzt eingestellt haben. Weil du konntest da auch deine 3 oder 4 Jahre auf dem College spielen, ne, mit dem erstellten Pro. Und dann konntest du diesen Pro in Madden übernehmen, als Madden dann erschienen ist. Das war super cool, hat voll Spaß gemacht. Aber alles rausgenommen worden. Beziehungsweise die NCAA-Reihe ist komplett eingestellt worden. Eigentlich blöd, denn wenn man mal so sieht, hat die College-Ligen, egal ob jetzt Basketball oder Football, die haben ja richtig, ne? Richtig dick Zuschauer. Da ist ja wenigstens noch Stimmung. Da war ja noch richtig Stimmung. Ach, jetzt habe ich vergessen, den scheiß Energy-Riegel reinzupfeffern. Oh, wie sie mich verarschen hier alle. Es verbleiben nur noch 5 Kilometer. Zieh! Ja, der Beschleunigungswert, der ist schon erstaunlich. Wenn ich NCAA Football spielen will, frage ich Tony Hawk. Das ist. Ich habe hier noch einen NCAA Football rumliegen, aber ich glaube, die Serie wurde eingestellt. Oder irre ich? Ich habe es mir damals, habe ich mir das Spiel über einen Import bestellt und ordentlich Geld dafür bezahlt, aber hat sich echt komplett gelohnt. Oh, der Degenkolb gewinnt. Degenkolb gewinnt, 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 gewinnt. Sehr schön, gönnen wir ihn. Das gönnen wir ihm noch richtig. Doch, ich habe irgendeine Version habe ich hier. Aber ich wie gesagt, wenn es eingestellt wird, brauche ich das eh nicht mehr dann zu zocken. Wenn es das jetzt noch gäbe, würde ich mir das holen. Klar, sicher. Sicher, 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 sicher. Macht ja schon Bock. Wobei jetzt so kurz vor Madden wahrscheinlich auch nicht mehr. Da komme ich ja leider zeitlich gar nicht mehr zu. So. Ja. Schön. Ja. Genau. Das ist ein G2A-Gutschein. So. Liebe YouTuber, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ansonsten Hitbox. Hitbox. Kann ich euch nur empfehlen. Die Jungs haben richtig Spaß. Tschüss.